Boom! Coole Sachen, die Dinger. Oh, das war teuer. Ihr schafft das. Weil die leben immer noch. Die werden zwar auch nicht verdroschen, aber die brauchen sehr lange. Das sind halt Schwertkämpfer, die sich nicht schnell bewegen. Ihr kommt nicht weit. Ich diene einem neuen Herrn. Oh, wann ist das denn passiert? Meine Armee marschiert. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Und ab und zu kommt ein sehr starker Angriff. Wie Chip und Chip, ja. Der Feind nähert sich. Wir werden angegriffen. Machen wir es mal so. Schön aufhalten. Okay, jetzt brauche ich doch ein paar. Trotzdem läuft noch viel zu gut. Meine Armee marschiert. Aber nur zum Ablenken. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen kritischer. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Will ich jetzt doch noch? Oh, da kommt der nächste Angriff schon. Meine Armee marschiert. Haltet die mal auf. Okay, habe ich ein bisschen unterschätzt. Mal sehen, wo haben wir aufgehört. Habe ich vielleicht ein bisschen sehr auf den... Oder ich hätte einfach den Tigerangriff darüber hätte laufen lassen müssen. Der hat das schon geschafft. Okay, so mal hier, das ist okay. Ich unterstehe eurem Befehl. Meine Armee marschiert. Voll mal. Armee marschiert. Mach mal. Da kriegen wir den Panda ja auch noch.
Oh, die hätten hier hinschicken können, das wäre auch gut gewesen. Meine Armee marschiert. Nächstens kann ich jetzt hier Steine holen. Das Land ist für die Bebauung zu uneben. Wir werden angegriffen. Ach so, hier. Können Ochsen wohl doch töten. Okay, da kommt eine schwache Armee. Ah, ja, macht ruhig was kaputt. Das baue ich wieder auf. Vielleicht kann ich für Verteidigungszwecke an einigen Stellen ein bisschen Schießpulver hinstellen. Kostet nicht viel, bringt eine Menge. So, jetzt könnte ich ihn schon holen. Vielleicht auch beim nächsten, aber... Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ärgerlich, dass er den immer wieder tötet. Aber den könnte ich dann hier den Panda noch holen lassen. Ja. Jetzt fällt das nicht anders. Ist verrückt, wie sich die KI immer ändert. Vom Verhalten, jetzt gehen sie direkt hoch? Nee, gehen sie nicht. Okay. So, Hauptsache wir bleiben im Plus. Ich unterstehe eurem Befehl. Ach, geht auch ohne. Hol den Panda. Fleisch ist alle, dann brauchen wir die Kleidung auf. Ich unterstehe. Das solltest du gar nicht machen. Aber danke, warum nicht? Ich wollte eigentlich, dass du den holst. Armee marschiert. Ausgezeichnet. Noch mehr Verstärkungen des Königs sind angekommen. Was ist das denn passiert? Naja, egal.
Damit sollten wir den Winter überstehen. Keine Ahnung. Nochmal zwischenspeichern. Gespeichertes Spiel überschreiben. Davon hätte ich gerne noch ein paar. Ach, diesmal habe ich die Schwarzpulverwerkstätten nicht gebaut. Na egal. Oh, wir sind schon durch. Ach ja, richtig. Ich wollte eigentlich nur, dass das Bogenschütze da verschwindet, aber so geht's auch. Hilf mal mit. Der Feind greift an. Belagerungscamp. Wow. Verschwindet das Zeug hier nicht? Wollt ihr den jetzt nicht mehr erobern? Schade. Ich dachte, das klappt. Vielleicht darf nicht. Ich unterstehe eurem Befehl. So ein Mist. Lauft rein, los! Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Meine Armee marschiert. Verdammt, die dürfen sie nicht vorher holen. Obwohl, die rennen trotzdem rein, die Esel. Meine rennen auch rein. Wir sind ja so viel schlauer. Auch kaum was. Meine Armee marschiert. Da fragt man sich doch, ist es eine schlaue Idee, das Ding anzugreifen? Also weiß man mal den hier. Rennt schön rein. Da ist ein General drin. Greift er selbstständig an? Sieht so aus. Das ist so heftig. Ah Mist, ich dachte, die kommt von innen rein. Der ist stark. Ich werde angegriffen. Ja, ich weiß, dann tu was dagegen. Geht mal raus. Haut den um. Wir werden angegriffen. Oh, das ist gut, das schaffen wir. So, du hast noch zu rödeln. Panda, kannst du ihm irgendwas geben? Du hast Tee, nicht wahr? Ach, der konnte sich selbst... Oh, gut. Das finde ich gut. Dann haben wir nämlich einen viel höheren Verteidigungswert. Hab schon alles gebaut, okay. Oh mein Gott. Der ist ja nicht ganz so wild, aber dich würde ich gerne ein bisschen verbessern noch. Wie ihr wünscht. Das kann der auch nicht immer die Mauern bemannen, aber es ist ein enormer Vorteil.
Wert des Vorteils 15? 18. Keine Ahnung, was das bedeutet. Mist. Jetzt gebe ich dem den aufgewerteten Warlord, wenn ich Pech habe. Die werden da ziemlich übel reinrennen. Oh ja, da kommt die starke Armee. Die muss ich eigentlich vernichten. Ein bisschen schade auch drum. War tatsächlich für die stark gepanzerten Einheiten gedacht. Und nicht für die Hanpel hier. Alles noch ganz. Achso, okay. Die bleiben erstmal stehen, das ist okay. Warten wir mal noch, was wir als nächstes vorhaben, bevor ich die Mauern bemanne. Ich kann ja problemlos ein paar Feuerochsen dann bauen und in die reinrennen. Hat sich als sehr effizient erwiesen. Die sind sowas von übel, die Dinger. Wie ihr wünscht. Das kommt drauf. Oh ja, okay. Wenn es wenigstens Bogenschützen wären. Blasrohr ist jetzt nicht so der Bringer. Haben die sich jetzt verbuggt? Wie ihr wünscht. Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Was ist damit? Na egal. Wie steht's denn jetzt eigentlich? Das passt. Das passt nicht. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Okay. Die würde ich gerne noch ein bisschen verbessern. Ach, jetzt haben wir. Da konnte noch T, nicht wahr? T, genau. Mehr gibt's hier leider nicht. Oh, der Stein kommt ja auch rein, richtig. Da komme ich höchstwahrscheinlich erstmal nicht durch. Da kommt eine Armee. Der hat echt Feuer unterm Hintern. Meine Armee marschiert. Der Feind nähert sich. Ist okay, das schaffen wir locker. Ja, das war's schon für die. Wenn ihr so schlau seid und nicht durchs Feuer rennt oder ewig euch abballern lasst, dann wird's auch. Ja, mit nackten Füßen kann ich mir das echt unangenehm vorstellen. Mit nackten Füßen durch gerade irgendwas Verbrennendes ist schon übel. Oh, das war's im Grunde. Ja, schön. Die Mission ist eigentlich wirklich im Vergleich wieder recht leicht. Auch weil wir kein Zeitlimit haben. Kann ich euch eigentlich... Ach, die kann man sogar friedlich holen jetzt. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist auch kein Problem, sie kriegerisch zu holen, von daher... Ich glaube, strategisch ist fast besser, den jetzt erst zu holen, weil der Tiger-Warlord rennt hier halt direkt dran vorbei. Andererseits, mit was kommst denn du? Ach, der war es gar nicht, der die... Der war es gar nicht, der die... Um diese Steuer
Steuern zu bezahlen, müssen mehr Mitglieder meiner Familie arbeiten. Eine neue Strategie? Ja, und buff mal die hier. Die brauchen es am ehesten. Du bist aber auch hier eine arme Socke, oder? Du wirst nicht erobert, aber es passiert einfach nichts. Okay, ich muss Blau zuerst holen. Die Armee, die sich da ein bisschen verbuggt hat, ist ein Problem. Wäre es fast lieber, wenn ihr angreifen würdet. Weil das, was hier rumsteht, ist nicht von Pappe. Da werde ich etliche Armeen brauchen, um da durchzukommen. Werde ich noch sehr viel mehr Diplomatiepunkte brauchen. Noch eine Armee. Xiaowei, Youhe Fenfu. Nein, ich kriege ja auch ständig Unterstützung. Das macht es nicht schwerer. Ich mach mal schneller, also. Dann schauen wir uns mal an, wie das hier aussieht. Klar, die Mülltruppen, die werden nicht viel schaffen, aber. Wenn allein jedes Mal ein paar Schwertkämpfer hier ankommen, weil der hier auch mithilft. Oh nein, jetzt bleiben die stehen. Ach, die schießen sie. Okay, der Turm ist geräumt. War nicht umsonst. Ja, das hätte später kommen sollen. Ja, aber so können sie die hier wegschießen. Okay, unten sind auch wieder weg. Läuft. Wird weniger. Weil die KIs ja auch nichts nachbauen. Die besetzen ja auch nichts mehr neu. Von daher. Bis der Angriff ins Leere verlaufen ist, habe ich schon die nächsten Punkte, die ich brauche. Und beim nächsten Mal ist der Turm schon nicht mehr besetzt. Dann kommen wir nur besser vorwärts. Okay, das ist jetzt ein Problem vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, die kommen auch nochmal. Ich überlege gerade, ob ich hier einfach mal ein paar Ochsen rüber schicke. Das wird richtig, richtig wehtun, wenn die ankommen. Okay, die schießen sie jetzt ab. Die müssen sich in Bewegung setzen. Wie ist das denn jetzt passiert? Jetzt mal ganz ernsthaft, wie... Achso, wenn die einmal angezündet sind, dann können die nicht mehr aufhören. Ich verstehe. Die müssen ihr Ziel dann wirklich vernichten, sonst... Sie gehen so oder so kaputt, wie es scheint. Sobald sie sich bewegen. Was bewegt euch? Der Feind nähert sich. Was macht ihr? Das tut weh. Ja, die Raketen sind auch noch mal explodiert. Das macht es jetzt nicht besser für sie. Bleibt ruhig in Bewegung. Das tut jetzt gleich noch viel, viel mehr weh. Das ist sowas von krank. Das gefällt mir sowas von. Meine Armee marschiert. Meine Armee marschiert. Was haben sie denn? Immer da rein. Ah, Mist, der schafft's nicht. Wenn sie gleich... Ja, okay, der ist eh schon verloren. Aber wenn sie gleich loslaufen, dann... Ah, wartet mal. Scheiß Blasrohrschützen. Nein! Oh Gott, das tat weh.
meiner Armee marschieren. Zeitlich nicht perfekt, aber doch eigentlich perfekt. Schießen zurück. Okay, jetzt habe ich das Problem wieder. Die haben mich nicht erobert, die Idioten. Los, Ochse. Das ist für mich einfach nur Spaß, das zu machen, tatsächlich. Hoffentlich schießen die jetzt nicht. Fuck, haben sie doch. Naja, egal. Einen haben wir ja fast. Die räumen hier doch langsam ganz gut.